Hallo und herzlich willkommen, liebe Wanderfreunde, ich bin der Zapp. Ja, wir sind heute in Füssen, wir machen eine kleine Wandertour und zwar zum Tegelberg rauf. Hinter mir seht ihr das Schloss Neuschwanstein und wenn ich jetzt mal so die Kamera schwenke, dann seht ihr jetzt hinter mir den Tegelberg, hat ungefähr, 1600 Höhenmeter. Wir werden ungefähr 3 Stunden brauchen, bis wir oben angekommen sind. Normalerweise würden wir den Weg über die Marienbrücke gehen. Die Marienbrücke ist hinter Neuschwanstein. Die wird allerdings renoviert gerade, das heißt, den Weg können wir nicht nehmen. Und deswegen müssen wir ein bisschen längeren Weg nehmen, dazu später mehr. Ich würde sagen, wir gehen erstmal los. Ja, wir haben jetzt den touristischen Bereich hinter uns gelassen von Neuschwanstein. Hier links gehen die ganzen Touristen hoch zum Schloss. Wir biegen aber hier rechts ab. Und zwar ist das schon der Weg zur Marienbrücke, die aber leider, wir sehen es da, gesperrt ist wegen Instandsetzung. Aber oben nehmen wir einen anderen Weg. Ich würde sagen, los geht's. Jetzt geht es stetig bergauf und ja, Temperaturen haben wir. Wir sind Mitte Oktober. Temperaturen haben wir ungefähr hier unten jetzt um 10 Uhr 10 Grad. Sonne scheint, dürften oben auf dem Berg auch schönes Wetter haben. Vielleicht, wenn wir oben angekommen sind, dann haben wir oben vielleicht so, ja, so 15, 16 Grad. Temperaturen im Tal sollen heute bis zu 23, 24 Grad werden. Für Mitte Oktober nicht schlecht. Herbststimmung versucht man natürlich ein bisschen einzufangen. Ja, mal schauen, was uns so alles Schönes begegnet. Jetzt sind wir an unserem endgültigen Einstieg zum Tegelberg angekommen. Vor uns seht ihr, links geht's den Reitweg rein und da ist auch eine Naturlehrfahrt. Ja, den nehmen wir, sagen, dann schauen wir uns das mal an. Hier werden, weil das eine Naturlehrfahrt ist, auch immer ein paar Schilder stehen. Die lese ich euch jetzt nicht komplett vor, aber ich bleibe da mal so stehen, dass das von der Kamera erfasst wird. Und dann könnt ihr ja selber mal ein bisschen lesen. Falls es euch interessiert, könnt ihr mal eben Video auf Pause machen, euch das durchlesen. Ich hoffe mal, das wird von der Kamera alles richtig erfasst.
So. Hier gibt es auch noch ein paar Sachen für eine Naturleerfahrt. Fahrräder sind hier verboten. Das ist eine Alpenleerfahrt. Also auch Mountainbikes und so weiter sind hier nicht erwünscht. Haben wir hier zum ersten Mal auch einen schönen Blick in die Ferne. Rechts neben uns, wie gesagt, der Tegelberg und links erhebt sich der Säuling von uns aus gesehen und wir wandern quasi die ganze Zeit genau dazwischen. Also so langsam wird es hier steiler. Und auch ein bisschen ruppiger. Vor uns ist eine schöne kleine Hütte. Und ja, bis hierhin würde es theoretisch auch ohne alpine Wanderausrüstung gehen, also mit Wanderschuhen ausgerüstet, trittfeste Wanderschuhe, vielleicht sogar hohe Wanderschuhe, damit man da auch ein bisschen umknicksicher ist. Aber so, jetzt kommen wir langsam in die Bereiche, wo man doch definitiv Wanderschuhe braucht, um auch sicher den Berg hochzukommen. So, hier ist noch ein Schild. Gucken wir uns mal an. Okay. Das kommt durch diese Kamera, durch die Actioncam. Ich filme ja mit einer Yi 4K. Link, wen es interessiert, in der Videobeschreibung. Auch der Gimbal, den ich benutze. Und das Mikro. Ich habe ein externes Mikro angeschlossen. In die Videobeschreibung damit. Könnt ihr euch das mal angucken, wen es interessiert. Ja, die verzerrt natürlich so ein ganz klein bisschen, oder besser gesagt, die Geländestrukturen, steil, flach, die kommen durch diese Kamera ja nicht so sehr gut rüber. Das ist aber eine Grundthematik der Kameras, die die Steilheit nie so richtig transportieren, wie sie tatsächlich ist. Ihr merkt schon, dass, ja, so wie ich spreche gerade, dass das hier ein bisschen steiler bergauf geht, aber auch gerade eine schöne Ecke mit den Lichtschattenwechseln. Die Temperaturen, die sind sehr, sehr krass unterschiedlich. Es ist ein riesen Unterschied hier, ob man gerade im Schattenbereich geht. Dann haben wir tatsächlich nur um die 10 Grad. Ja, und wenn man dann im sonnigen Bereich ist, schnellt das dann direkt hoch. Jetzt mittlerweile schätzungsweise auf, ja, so 18 Grad. Anderthalb Stunden dürften wir jetzt unterwegs sein. Ich gucke mal auf meine Uhr, was die sagt. Na, Gesamtlaufzeit vom Auto weg haben wir jetzt 2 Stunden. Ja, und jetzt ist es plötzlich ein ganz schmaler Weg geworden. Also wir haben den breiten Weg jetzt komplett verlassen. Und jetzt geht's über Serpentinen nach oben. So, vor uns wieder
das nächste Schild. Mal schauen, was wir da haben. Wir sind ja immer noch auf dem Naturlehrpfad. So. Dann schauen wir mal, dass wir es auch richtig drauf kriegen. Ja, sehr schön. Ja, der Weg hier hoch wird immer serpentinenartiger. Das Klackern, was ihr hört, das sind meine Wanderstöcke. Wie man sie auch vom Nordic Walking kennt. Aber Nordic Walking mache ich ja nicht. Aber zum Wandern habe ich die ganz gerne. Und die verleihen mir schon so ein ganz klein bisschen Sicherheit. So habe ich das Gefühl. Warte, wir gehen mal nach eben hier. Gucken wir uns das mal an. Ja, sehr schön hier. Und da vorne wieder das nächste Schild. So, nochmal einen Blick zurück. Da oben, ich weiß gar nicht, ob man es durch die Kamera sieht, wir werden es nachher nochmal sehen, das Gipfelkreuz. Ja, für unser Ziel, fit fürs Mountainbiking zu werden, ist natürlich auch sehr hilfreich. Es ist auch sehr gelenkschonend, bergauf zu gehen. Was man vom Bergabgehen nicht gerade sagen kann, weil man, wenn wir das nachher machen, wir müssen auch irgendwie wieder den Berg runter. Im Prinzip eigentlich immer abstoppen muss mit den Füßen. Und das geht natürlich verstärkt auf die Knie- und Hüftgelenke. Deswegen ist bergauf zwar immer gefühlt ein bisschen anstrengender, aber auch im Prinzip viel, viel gelenkschonender. Ich persönlich gehe viel lieber bergauf als bergab. Wieder ein paar Meter höher diese schöne Aussicht zeigen. Links der Säuling und rechts der Tegelberg. Weiter geht's. Ist
Und ja, ihr seht es jetzt wahrscheinlich durch die Kamera nicht. Vor mir geht es jetzt, also ich habe jetzt hier knapp einen halben Meter noch bis zur Kante. Und dann geht es hier 250, 300 Meter einfach bergab. Und in solchen Höhen kann man laufen und sich die Landschaft angucken nicht mehr kombinieren. Das heißt, entweder laufen und dann genau hinschauen, wo man hintritt, wo man hinläuft, oder sich die Landschaft angucken, dafür stehen bleiben, einen sicheren Stand finden und dann einfach schauen. Ich hatte am Anfang, als ich zum ersten Mal wirklich hier in so einem hochalpinen Bereich wandern war, starke Schwierigkeiten, weil die Perspektiven sind doch anders. Das heißt, die nahen Objekte und die fernen Objekte, die laufen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten an euch vorbei. Die fernen Objekte viel langsamer. Und bis ich mich daran gewöhnt hatte, hatte ich doch 2, 3, 4, 5 Mal so ein bisschen das Gefühl, mir wird schwindelig. Und dann muss man einfach kurz stoppen. Mir hat es dann geholfen, einfach auf den Boden zu gucken. So, und jetzt wieder stehen bleiben. Und dann können wir hier uns nochmal umschauen. Eine grandiose Fernsicht. Das ist wirklich für die Jahreszeit wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Wir haben Mitte Oktober. Jetzt ist es hier in der Sonne bestimmt immer, ja, 25 Grad. Kann ich mir vorstellen. Der Wind ist ein bisschen kühler. Wir müssten jetzt ungefähr so, ja, bei einer Normaltemperatur bei 19, 20 Grad angekommen sein. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Obwohl wir schon so hoch sind. Schätzungsweise jetzt so 1400. Also 200 Meter haben wir noch. Jetzt wird es hier noch mal ein bisschen kletterig. Ihr seht, hier sind noch ein paar Stufen eingelassen. Hatten wir gerade auch schon eine Passage mit Stufen. Hier jetzt auch. Das heißt, hier geht das noch mal sehr, sehr direkt nach oben. Und da unten seht ihr den Alpsee, da wo wir ganz am Anfang unserer Tour waren. Ja, da unten, hoffentlich sieht man es durch die Kamera, die kleine türkisblaue Fläche, das ist der Alpsee. So. Und wer in diesen Regionen schon mal war und sagte, oi, da habe ich schon ein bisschen Probleme mit gehabt, mit der Höhe, und hatte tatsächlich auch das Problem, dass mir ein bisschen schwindelig wurde, dann hilft es, nur auf den Weg zu gucken, bis man wieder einen Bereich erreicht hat, wo man wieder ein sicheres Gefühl hat. Wobei hier diese Passage, die geht gerade noch. Wir kriegen gleich noch mal eine Passage mit einem kleinen Halteseil. Das sind dann so Bereiche, wo man sagt, so. So, ist auch ein bisschen klettrig hier. Und das ohne Wanderschuhe, naja, das grenzt schon an Leichtsinn. Das macht man eigentlich nicht. So, vor mir seht ihr jetzt
die kleine Passage mit dem Halteseil. Und mal gucken. Wir gehen, glaube ich, nicht am Halteseil entlang, oder? Ja, können wir eigentlich machen. Normalerweise gehe ich immer auf der linken Seite lang. Aber jetzt gehen wir mal am Halteseil entlang. Ja, das jetzt ohne Wanderschuhe ist sehr, sehr leichtsinnig. So. Die Kamera zeigt das jetzt natürlich nicht so in seiner Gesamtsteilheit, aber ich glaube, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, dass das hier doch ziemlich krass nach oben geht. So. Okay. Ja, das war wirklich die einzigste kritische Stelle mit dem Halteseil. Und der Rest des Weges, der geht wieder ganz gut. Der andere Weg über die Marienbrücke, da kann man sich tatsächlich Bereiche raussuchen. Da muss man wirklich ein bisschen klettern. So, ich hoffe, ihr seht's. Da oben ist noch eine Tafel. Rechts daneben ist das Gipfelkreuz. Und hier unter mir, ja, geht's jetzt gefühlt bis ganz runter. Also geschätzt, ja, so 800 Meter geht das jetzt hier bestimmt bis ganz nach unten. Sehr schön. Sind wir im besagten Wald nach der Rohrkopfhütte. Eigentlich ein recht schöner Weg, aber viel mehr passiert ja jetzt hier auch nicht. Außerdem sind hier gerade extrem viele Touris unterwegs, was ihr auch an der Geräuschkulisse hört. Und ich würde sagen, ja, ich verabschiede mich mal von euch an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis hierhin mich begleitet habt auf meiner Tour zum Tegelberg und würde mich freuen, wenn ihr bei meiner nächsten Tour, die ja wie gesagt zum Solden geht, auch wieder dabei seid. Ich wünsche euch was. Bis dann. Euer Zappa.